Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist mal wieder der Techboss und ich habe heute was ich normalerweise nicht so mache, aber ein Live-Unboxing und erster Eindruck-Video von den Xiaomi Mi Bluetooth Neckband Earphones. Let's rock this joint. Bevor ich mit dem Video anfange, muss ich euch noch was mitteilen, beziehungsweise ich werde diesen Teil in das Video schneiden, das vor ein paar Tagen hochgeladen worden ist. Ich hüpfe also in die Zeitmaschine. Ich möchte euch nämlich mitteilen, dass ich für das Stativ, das ich in meinem letzten Video hatte, einen Gutscheincode bekommen habe, der 15% Ersparnis einbringt. Ja, und das werde ich jetzt schnell tun. Eine Sekunde. So schauen die Dinger also aus, die Xiaomi Mi Bluetooth Neckband Earphones. Sehr schön. Jo, wenn wir schon auf der Rückseite sind, arbeiten wir doch direkt mal die technischen Daten durch. Wir haben ein Gewicht von 40 Gramm, Micro-USB-Ladeport, 20 bis 20.000 Hertz, 5 Volt Ladespannung mit 1 Ampere, logisch. Bluetooth 4.1, Range, also Empfangsentfernung 10 Meter, Sensitivity 100 Dezibel, Package Contents, 2 Stunden Ladezeit, 200 Stunden Standby-Zeit, Talk Time, wir haben also auch ein Mikrofon an Bord, 10 Stunden, Spielzeit 8 Stunden und die Abmessungen interessieren uns nicht, mich zumindest nicht. Wir machen mal auf. Der Schneewittchensarg. Wie kriege ich das jetzt hier raus? Okay. Das sind wohl die Kopfhörer. Die haben ein ganz schönes Gewicht. Okay, also wir haben hier noch ein paar Ersatzstöpsel für verschiedene Ohrlochgrößen. Eine Bedienungsanleitung auf Chinesisch und Chinesisch. Die wird. Hier, Moment. Product Overview, Turning On, Turning Off, Charging, etc. Ja, okay. Chinesisch und Englisch reicht mir aus. Ein Ladekabel, Micro-USB, nichts Besonderes. Nicht besonders lang. Und natürlich die Kopfhörer selbst. Sehr schön. Sind hier geschützt mit so einem Pull-Tab-Dings. Aha, mehr Plastik. Herzlichen Dank. Und, die sind flexibel, die Dinger. Sehr schön. Okay. Was ich schon mal sehr gut finde, ist, die Dinger erinnern mich stark an meine Noise Cancelling von Xiaomi. Die schauen sehr, sehr ähnlich aus. Auch wenn die hier offensichtlich kein Noise Cancelling haben. Gut, wir haben hier einen Nackenbügel aus gummiertem Material. Also es fühlt sich an wie Gummi, es ist auch ähnlich flexibel, aber es ist nicht verformbar. Also man kann es nicht quetschen. Das ist wahrscheinlich irgendein sehr flexibler Kunststoff. Okay, dann haben wir hier die beiden Gehäuseteile, die aus Aluminium sind, eloxiert, sehr schön. Die wahrscheinlich die Elektronik und den Akku enthalten. Gut, was sehe ich denn hier? Magnetisch. Bär. Magnete machen einfach alles besser. Bär, die sind auch echt stark. Flup. Ich werde mich mal dieser komischen Plastikdinger hier entledigen. Und tschüss. Oh nein, das Garantie-Tab-Dings. Yes! Na danke. Sorry, das kann ich nicht auf mir setzen lassen. Flip. Aha. Okay, neue Aufnahme gestartet mit dem BlackBerry Key One Black Edition. Dazu gibt es übrigens auch demnächst eine Review. Ihr könnt jetzt schon mal die Aufnahmequalität erkennen. Wir testen die Dinger jetzt einfach mal. Dazu hole ich mein gutes altes Handygerät her. Bluetooth. Und natürlich die Kopfhörer mal schauen, ob die irgendwas sagen. Was? Die Dinger sind standardmäßig mit Sprachausgabe und zwar auf Chinesisch. Das ist ja toll. Was soll ich denn davon halten? Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwie umstellen kann.
Ich gehe mal davon aus, aber das muss ich noch herausfinden. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, dass das Ding blinkt. Und ich nehme an, es ist im Pairing-Modus. Lass uns mal nachschauen. Mi Bluetooth Neckband Earphone. Okay. Lai Ya Yin Ye heißt scheinbar verbunden. Chinesisch ist echt kompliziert. Power Amp vielleicht? Ja, viel besser. Okay, damit teste ich meine Kopfhörer immer. Okay, ich muss sagen, was mir als erstes auffällt, ich höre mich nicht mehr reden, wenn die Musik läuft. Die Dinger dämmen also sehr gut Außengeräusche ab. Großer Pluspunkt. Was mir noch auffällt, die Kopfhörer haben sehr, 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 sehr detaillierte Höhen, fast ein bisschen zu viele Höhen. Stimmwiedergabe bei akustischer Musik extrem angenehm. In den Höhen sehr, sehr detailliert die Lautstärke. Ich muss mal schauen, ob diese Kopfhörer die Lautstärke des Handys verändern oder ihre eigene Lautstärke haben. Mal schauen. Wo sind wir denn hier? Ah, die haben ihre eigene Lautstärke. Okay, die Dinger gehen laut. Laut, auf jeden Fall laut. Der Bass ist angenehm, nicht zu viel, nicht zu wenig. Erster Eindruck, gar nicht so schlecht. Mal ein bisschen was Basslastigeres hören. Oh ja, oh. Ja. Hört man viel nach außen? Das ist jetzt die volle Lautstärke, die mit den Dingern möglich ist. Also die Bässe sind echt richtig schön knackig. Auch richtig ordentlich tief. Also klanglich fehlt zu den Xiaomi Noise Cancelling Earphones, die ich vor einiger Zeit vorgestellt habe. Video übrigens hier oben irgendwo. Fehlt da nichts. Der einzige Unterschied ist, die haben kein Noise Cancelling, dafür haben sie ein Nackenband, was sie für Sport prädestiniert. Apropos, da testen wir gleich mal. Die halten. Okay, für sportliche Aktivitäten definitiv geeignet. Wenn das Material schweißbeständig ist, wovon ich schwerstens ausgehe, und die liegen auch sehr angenehm, weil die abgerundet sind auf der Seite, wo sie den Hautkontakt haben, sind sie definitiv zum Sport geeignet, auch wenn es ein bisschen mehr Powersport ist. Also Rennen oder vielleicht sogar Klettern oder sowas. Müsste funktionieren, weil die halten, fallen nicht raus. Sehr gut. Okay, was haben wir? Klang? Echt super. Gibt's nichts zu meckern. Schön detaillierte Höhen, mittenklar und deutlich und auch im Bassbereich ordentlich, kräftig, tief, solide. Und das Wichtigste ist, wenn man es voll aufdreht, kein Verzerren. Einwandfrei, sehr gut. Was können die Dinger steuerungsmäßig? Ich drücke mal auf die vorderste Taste drauf. Okay, wir gehen in Pause. Sehr gut. Okay, ich drücke mal lang auf die Lautstärke-Taste. Okay, wir können auch Track vor und zurück hüpfen, indem wir Lautstärke-Tasten lange drücken. Durch einen Doppelklick können wir einen Voice-Assistenten starten, das ist auch sehr gut. Jetzt wäre nur noch interessant, wie ich die Dinge auf Deutsch oder wenigstens auf Englisch einstellen kann. Mal schauen, ob dazu irgendwas in der Anleitung geschrieben steht. Gefallen mir echt gut, die Dinger. Erster Eindruck hat auf jeden Fall direkt überzeugt. Funktionalität passt, Lautstärke, Sound, Verarbeitungsqualität, das ist echt ordentlich. Kann man nichts sagen. Gut, diese Verbindung hier vorne, die könnte möglicherweise ein bisschen anfällig sein für Kabelbrüche, weil das nicht sonderlich, ja, nicht sonderlich angenehm ist für das Kabel. Das kann leicht geknickt werden. Alles in allem aber, okay. Wer sich diese Dinger bestellen möchte, für den gibt es natürlich Links in der Videobeschreibung. Beachtet allerdings, dass ihr ein ziemlich außergewöhnliches Headset bekommt, denn beim Ein- und Ausschalten werdet ihr auf Chinesisch vollgequatscht. Wer es versteht, super. Wer nicht, dem geht's wie mir. Persönlich ist es mir wurscht, weil man kommt ja ganz logisch durch langes Drücken der Power-Taste in den Pairing-Modus. Und wenn man die Dinger neu benutzt, also das erste Mal, dann gehen sie automatisch in den Pairing-Modus. Und
So wie man es gewöhnt ist, wenn die Verbindung von einem Gerät abreißt, geht es nach kurzer Zeit auch wiederum automatisch in den Pairing-Modus, sodass man ein neues Gerät verbinden kann. Sehr gute Verarbeitung, Material gut, die Dinger hier sind aus Aluminium, wie gesagt, magnetisch. Kunststoff, gummiert, fühlt sich sehr hochwertig an. Hier ein bisschen Alu, eloxiert. Hier haben wir einen Ladeport, der unter einer Gummiabdeckung versteckt ist. USB, Micro-USB, nicht USB-C, Micro-USB. Tolle Knöpfe, die fühlen sich sehr hochwertig an. Was soll ich noch dazu sagen? Mein Kurzzeitfazit zu den Xiaomi Neckband Earphones. Ja, whatever. Ein cooles Kopfhörerset. Nix mega Außergewöhnliches, bis auf die chinesischen Sprachansagen. Aber ansonsten einmal frei. Da sind sie ja. LuxQE J01J Bluetooth Earphone Necklace Earbuds. Zu einem Preis von aktuell 58 Euro bekommt man hier ein ganz vernünftiges Paar Kopfhörer. Und zwar nicht so wie die JBLs, die ich vor kurzem vorgestellt habe, die darauf aus sind, euch zu schützen, indem sie reflektieren und Außengeräusche durchlassen. Da sind die ganz anders. Die sind dunkel, die reflektieren gar nichts und die lassen auch kaum Außengeräusche durch. Wer also eher nach sowas sucht, mit einem fetten Sound, der ist hier ganz richtig. Und wer dafür auch noch 58 Euro ausgeben will, um es bei Gearbest zu bestellen, für den gibt es natürlich, wie gesagt, Links in der Videobeschreibung. Für heute würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von mir und von den Xiaomi Neckband Earphones Dingens. Mein Name ist Stefan, ich bin der Techboss. Ich hoffe, ihr fandet das Video gut. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich selber gut finde, weil ich bin nicht so der live ohne Vorbereitungs drauf los Quatscher. Aber ich schneide einfach noch ein bisschen B-Roll-Zeug in das Video rein, dann wird das schon werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann, macht's gut und ciao. Das Modell heißt übrigens LuxQE J01J. Da steht's.